Im heutigen Video geht es um Klaus, der als der beste Clash of Clans Spieler aller Zeiten gilt. Wir schauen uns heute seine Performance in der letzten Weltmeisterschaft von Clash of Clans an, schauen, wie das Ganze gelaufen ist, was wir von ihm lernen können und wie er angreift. Ich würde sagen, auf geht's, wir starten rein und euch immer viel Spaß mit dem etwas anderen Video heute. Wir starten rein mit dem ersten Angriff und hier geht es direkt für Klaus gegen den amtierenden Weltmeister zu diesem Zeitpunkt, Jojo auf jeden Fall. Und wir schauen uns mal genau an, was hier Klaus drauf hat. Alle Quellen sind übrigens in der Beschreibung verlinkt, hier von Carbon Finn das Video. Und wir sehen als allererstes, werden hier mit der Mauerprescher reingeschickt, um die Skelettfalle auszulösen und dann auch schon mal die Riesenbombe auszulösen. Oben geht es schon mal rein. Das Wichtigste zuallererst ist es, die wichtigsten Verteidigungsgebäude auszuschalten. In dem Fall mit dem Zeppelin sehen wir, geht es auf die Adler-Dev, dass die schon mal weg ist. Die Queen kann hier unten auch ihren Job machen. Und wir sehen auch hier, auch der Katapult kann natürlich im besten Fall ausgeschaltet werden. Die Yeti-Mites springen drauf, machen schon mal guten Schaden. Und der Katapult und die Adler-Dev sind draußen. Ganz beeindruckend, er hat hier einfach mal 8 Fledermauszauber mitgenommen, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Unten die Gladiatorin geht rein, schafft hier einiges an Gebäuden auszuschalten und die Clanburg wird auch getriggert. Das bedeutet, er kann jetzt ganz entspannt die kompletten Clanburg-Truppen mit einem Bogenschützen nach drüben kiten, sehen wir hier. Und jetzt kommt einmal zack eine Valkyrie rein und kann die ganzen Truppen ausschalten. Jetzt ist eigentlich nur noch der Lavahund übrig so ziemlich und den kann er ganz entspannt mit dem Babydrachen ausschalten und dazu noch ein Magier auf den Headhunter. Das Wichtigste ist weg, ne? Wir sehen, die Adler-Dev ist weg, der Katapult ist weg und einige Verteidigungsgebäude sind auch schon weg. Und jetzt geht's los. Er will hier gegen den Weltmeister die 3 Sterne schaffen mit Fledermauszaubern, Valkyren und einigen Tanks. Wir sehen auch noch, er hat noch Golem dabei und 2 Eisgolems. Die ersten Valkyren kommen jetzt rein, zusammen mit dem Wächter, um hier das Ganze zu supporten. Und jetzt ist die Frage, wie will er jetzt hier die Fledermauszauber reinbringen? Weiterer Eisgolem kommt, um das Ganze zu supporten, dazu auch einige Magier. Und jetzt wird's spannend. So, wir sehen hier zum ersten Mal gleich, was er jetzt hier vorhat. Er bringt nämlich jetzt hier zum ersten Mal genau den ersten Wutzauber, bringt einen weiteren Wutzauber noch rein, hat dazu noch einen fetten Frostzauber getroffen und hat damit es schon gut aufgeräumt. Oben jetzt hier der nächste Angriff. Barbarenkönig kommt rein, jetzt kommt einiges ab, es geht einiges ab. Der Golem kommt auch rein zum Tanken rechts. Und noch ein Eisgolem ohne Nun. Und jetzt in der Mitte sind die ganzen Fledermauszauber auf einen Schlag. Wir sehen, überall sind die ganzen Verteidigungsgebäude abgelenkt und die Fledermauszauber können jetzt komplett alles überrennen. Nur der Magierturm oben rechts, der ist gefährlich, auf den müsst ihr jetzt achten. Der Magierturm fokussiert jetzt die Fledermäuse und er muss aufpassen und bringt den Riesen hin. Wir sehen auch hier Carbon Finn auch seine Reaktion. Der Riese lenkt jetzt hier perfekt nämlich einmal den Magierturm ab und die Fledermäuse können alles fokussen. Im Grunde genommen hat er die komplette Verteidigung auseinandergenommen, hat die einzelnen wichtigsten Verteidigungsgebäude rausgenommen, wie die Adler-Dev oder den Streukatapult, hat dann überall Tanks reingebracht, wie Golems und Eisgolem, um dann die Fledermauszauber reinzubringen, die keiner mehr angreift. Und halt überall mit diesen ganzen Tanks, ja, die wichtigsten defensiven Gebäude abgelenkt. Und so hat er es hier geschafft, 3 Sterne gegen den Weltmeister zu schaffen. Also wir sehen schon, was er hier so drauf hat. Und damit würde ich sagen, gehen wir zu seiner Performance der Weltmeisterschaft 2021. Let's go. Und damit befinden wir uns im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2021. Wenn Klaus hier gewinnt, geht sein Team Queen Walkers in Führung und hat super Chancen, in das Finale einzuziehen. Dafür braucht er hier aber erstmal 3 Sterne und wie genau das jetzt hier läuft, schauen wir uns an. Von den Truppen sehen wir, er setzt auf 13 Mauerprescher und dazu einfach noch Super Bowler und Super Magier. Dazu auch noch ein Zeppelin, natürlich auch einige Spells, Klonzauber, Sprungzauber, Wutzauber, wir schauen rein. Der Kampf beginnt und er startet rein mit 4 Heilerinnen und dem Wächter. Die Strategie von ihm ist eigentlich, ja, einen großen Push aufzubauen und vor allem mit dem Zeppelin oder dieser Flugmaschine, sage ich mal, ne, an das Rathaus ranzukommen und dann noch einige Loons da drin zu haben, um so die Sterne zu kriegen. So, wir sehen jetzt hier, die Skelettfallen werden getriggert. Es kommt eine ganze Menge Mauerpresche rein und es funktioniert natürlich auch bei der Anzahl, dass hier die Mauern aufgebrochen werden. So, weiter geht's. Die Wächter sind noch am Start und wir sehen, der Angriff wird hier gut vorbereitet. Er hat großen Druck. Wenn er jetzt hier schafft zu performen, sieht es gut für das Finale hier aus. Geht insgesamt um, ich weiß gar nicht, wie viel Preisgeld. Ich glaube, über 100.000 oder insgesamt sogar, das schon einmal sogar 1 Million. Ich muss gleich nochmal nachschauen. Können wir gleich sehen. Auf jeden Fall, Adler-Dev ist aktiviert. Die Superbowler kommen hinten dran. Auch die Loons kommen dazu. Und jetzt geht's zur Sache. Wir sehen, Wutzauber kommt rein. Das Luftschiff heißt es, glaube ich, ne, kommt auch dazu. Die Adler-Dev ist auch aktiviert. Die Wächterfähigkeit wird gezündet und es geht alles rein. Sprungzimmer nochmal in der Mitte. Auch unten kommen nochmal einige Truppen mit Mauerbrechern. Und die große Frage ist, wird er jetzt es schaffen, das Rathaus zu holen? Wutzauber, Klonzauber, alles drauf. Aber die Tornado-Falle. Die Tornado-Falle erwischt ihn komplett. Wir sehen die Reaktion, er ist sehr ruhig, aber das sieht nicht gut aus. Die Loons drehen um, sie drehen ab. Und der Plan
Es linkt an der Stelle komplett. Wir sehen, das Rathaus fällt nicht. Kompletter Schock an der Stelle. Und die Adler-Dev ist auch noch am Start. So, Barbarenkönig gezündet. Er kriegt auf jeden Fall einen Stern. Ziel muss jetzt sein, das Rathaus noch zu holen. Das war eigentlich der Plan mit den Loons. Er muss sich jetzt was anderes überlegen. Und wir sehen schon, die Magier oben beginnen hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Arbeit zu machen. Das ist etwas leichter für ihn, hier ranzukommen. Er hat noch die Gladiatoren. Das muss jetzt der Plan sein. Und wir sehen, die Gladiatorin kommt. Und die muss es hier das Rathaus absnipen. Das ist jetzt die Frage. Wird sie es schaffen? Er geht rein. Das Rathaus ist am Start. Und das ist normalerweise der zweite Stern. Und wir sehen, es sieht nicht schlecht aus. Der zweite Stern ist unfassbar wichtig. Damit auf jeden Fall schon mal die Führung an der Stelle für sein Team. Und wenn er es jetzt schafft, 3 Sterne zu holen, dann ist Queen Walkers mit Klaus fast zu 100% im Finale. Jetzt ist nur noch die Frage der Zeit. Wir sehen hier auch seine Reaktion, er ist immer noch ganz ruhig. Die Gladiatoren überlebt das Ganze, es sind 83%. Er hat noch 45 Sekunden und es müsste normalerweise, wenn nichts schief geht, es müsste normalerweise, er freut sich auch schon, die anderen klatschen ab und er fasst sich an den Kopf, schaut er seine Reaktion an. Er ist normalerweise nicht so emotional, also wir sehen schon, das war verdammt wichtig für ihn. Vor allem sah es erst nicht gut aus. Wir haben seine Anspannung gesehen, aber damit jetzt hier 95%. Die Superballer machen hier ihren Job und er holt 99. Ein Gebäude fehlt noch da oben, der Magier, aber das ist es. Das ist es. 16 Sekunden, gut getimed. Trotz dieses Fails mit dem Tornado schafft es damit hier Klaus 3 Sterne zu holen. Und so sieht das Ergebnis am Ende aus. Wir haben 13 zu 10 Sterne für die Queen Walkers. Also sehr entscheidend, dass hier Klaus auch die zweitbeste Performance hingelegt hat, also von der Zeit. Und damit kommen wir jetzt zum großen Finale. Clash of Clans WM 2022, 21. 22 kommt noch die nächsten Wochen übrigens. Damit kommen wir jetzt zum großen Finale. Platz 1 bekommt $250.000, Platz 2 $150.000, insgesamt $700.000 Preisgeld. Nach den ersten 4 Angriffen sieht es nicht gut für Klaus Team Queen Walkers aus. Wir sehen hier JX Tiger, heißt das andere Team, die haben es bisher geschafft, nur 3 Sterne zu holen. Das bedeutet, Klaus muss jetzt unbedingt 3 Sterne holen, ansonsten die keine Chance mehr. Und es geht los mit dem Lavahorn, direkt hinten dran die Loons und jetzt ist das Ziel, an die Queen und den Katapult ranzukommen. Wir sehen einmal hier, der Lavahorn platzt auf und jetzt kommen hier gleich die Truppen raus und jetzt passt auf, eine Riesenbombe direkt an der Stelle explodiert, Unsichtbarkeitszauber und Supermagier und wir sehen es, die Supermagier sind hier noch am Start, aber die Queen schafft es im Unsichtbarkeitszauber natürlich auch zu überleben und damit bleibt die Queen hier am Leben. So, Eiskronus kommt raus, Klamburg ist getriggert und einiges ist jetzt hier schon mal aufgeräumt von Klaus. So, Eiskronus müssen jetzt hier natürlich erstmal besiegt werden, was natürlich vor allem Zeit kostet, weil hier noch die Truppen einfrieren werden. Wir sehen, der Bogenschütze zieht hier alles nach drüben und jetzt kommt hier einmal die Queen rein und die Queen wird erstmal eingefroren. Dazu direkt der Barbarenkönig auch noch, aber wir sehen, die Eiskronus droppen halt immer wieder in Frost, was natürlich viel Zeit kostet. Nicht vergessen, der Gegner hat bisher es geschafft, jedes Mal 3 Sterne zu holen. Also Klaus muss hier auf jeden Fall nachziehen. So, bisher nur Queen, Barbarenkönig. Jetzt kommt der Supermauerbrecher rein. Die können hier relativ entspannt die Mauern aufmachen. Und jetzt ist die Frage, wie will er jetzt hier in die Base eindringen? Der Eisgolem kommt dazu, um das Ganze zu supporten. Die Queen ist auch noch am Start. Oben jetzt ein Babydrache, um hier auch schon mal ein bisschen was aufzuräumen. Und dazu der Loon. So, er hat auf jeden Fall auch noch einiges an Raketenballons und Lufttruppen dabei. Der Barbarenkönig ist so gut wie down. Da oben kommt der nächste Babydrache rein. Die Truppen kommen jetzt ein bisschen über außen. Jetzt der Frost und der Supermauerbrecher rollt sich entspannt nach vorne. Barbarenkönig wird jetzt gezündet und jetzt geht's richtig gut in die Base rein. Und jetzt geht's unten. Wir sehen die Loons. Wir sehen, ich habe ich noch nicht. Ich glaube, die heißen Drachenreiter. Wir sehen, welcher Adler-Dev geht auch an. Und der Royal Champion, also die Gladiatorin, kommt auch dazu. Das Rathaus wird oben von der Queen abgesniped, aber es reicht. Doch, die Fähigkeit kommt und es reicht aus. Ganz, ganz wichtig, aber es reicht nicht leider aus für den X-Bogen, der noch in der Mitte steht. Fähigkeit vom Wächter auch gezündet. Und jetzt ist die Frage, schafft er es hier irgendwie, die drei Sterne zu holen? Tornado-Falle wird hier auch nochmal aktiviert. Wutzauber kommt rein. Problem ist vor allem dieser X-Bogen oben links, der die ganze Zeit noch stehen bleibt. Das wäre natürlich wichtig gewesen, dass der noch fällt. Da wird auch nochmal gezeigt extra. Frostzauber kommt rein, es geht weiter in die Base. Der Katapult steht auch noch, der Frost kommt. Unten die Minions räumen auch gut auf. Er hat noch einen Frostzauber und ein Minion. Wird das für die 3 Sterne reichen? 80% 30 Sekunden. Die Minions räumen an sich auf. Es sind noch ein paar Truppen übrig, dann ist der X-Bogen steht noch. Alter, schaut auf die Reaktion von ihm. Er fasst sich an die Haare hier und ist selber gespannt. Also es scheint hier jetzt komplett offen zu sein, ob es ausreicht. Der X-Bogen müsste halt sterben. Klaus schauend scheint hier aber nicht so begeistert zu sein. Es sind noch 13 Sekunden. Es sind 92% und er scheint es schon zu ahnen. Es wird
wohl nicht ausreichen. 7 Sekunden, 6, 5, es werden nur 2 Sterne. Gerade die Eiskunst haben bestimmt auch mal gut Zeit gekostet. Und damit reicht es hier nicht aus. So schafft es am Ende JX Tiger mit 5x3 Sternen das Ganze souverän zu gewinnen und wird Weltmeister. Trotzdem Klaus hier auf dem 2. Platz mit über 100.000 Preisgeld für das Team. Wenn ihr mehr zu Clash of Clans E-Sports oder Angriffen sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare oder lasst auch gerne ein Abo da. Ich kann gerne sowas öfters bringen, zum Beispiel auch die Performance von Klaus bei der letzten Weltmeisterschaft oder auch seine krassesten und witzigsten Angriffe. Ich würde sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen. Die nächste WM steht übrigens auch vor der Tür, da bin ich auch mal gespannt. Und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.